Man mag es kaum glauben, aber es ist erst eine Woche her, dass wir an selber Stelle standen und darüber diskutiert haben, dass der VfB kämpfen muss, sich steigern muss, eine Wende schaffen muss, um den direkten Aufstieg in die Bundesliga noch zu schaffen. Hintergrund war damals das erbärmliche 1:2 des VfB beim Karlsruher SC, die Derby-Pleite. Die Stimmung war am Boden, die Leistung schwach. Und dann passierte tatsächlich diese Wende zum Guten. Eine Leistungssteigerung, eine andere Einstellung, ein anderes Auftreten beim 5:1 gegen den SV Sandhausen. Ebenso nochmal bestätigt beim 6:0 am gestrigen Sonntag beim 1. FC Nürnberg. Damit ist so gut wie klar, der VfB spielt in der nächsten Saison wieder in der Fußball-Bundesliga. Das Ziel wurde erreicht, die direkte Rückkehr ins Oberhaus. Dazu herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten, Spielern, Verantwortlichen, Trainerteam. Sie dürfen sich nun eine Woche lang wirklich freuen, dürfen das Spiel vorbereiten, das noch ansteht gegen den SV Darmstadt 98, das eine Art Schau laufen werden wird. Ein kleiner Schritt ist es noch zum wirklich rechnerisch sicheren Aufstieg, aber das wird keine Probleme mehr bereiten. Bei aller Freude über diesen Aufstieg darf man nicht vergessen, dass sich der VfB extrem schwer getan hat, dieses gesteckte Ziel zu erreichen. Es gab zahlreiche Rückschläge, es gab ganze Strecken, Phasen, in denen der VfB sich schwer tat, wirklich seine Klasse aufs Parkett zu bringen. Er muss sich wieder etablieren in der Fußball-Bundesliga. Dafür ist natürlich eine ganz genaue Analyse notwendig. An welchen Planstellen braucht dieser Kader noch Verstärkung? Ich glaube, dass er diese Verstärkung nötig hat, das steht außer Frage. Die Truppe ist jung, die hat Perspektiven, aber sie ist noch lange nicht so stabil, um in der Bundesliga komplett durchstarten zu können. Das ist die große Aufgabe der sportlichen Führung des VfB Stuttgart in ungewissen Zeiten. Beim bislang letzten Aufstieg des VfB Stuttgart vor 3 Jahren gab es keine Corona-Pandemie. Zusätzlich hatte der VfB die Anschubfinanzierung der Ausgliederung, die über 40 Millionen der Daimler AG, die bereitstanden, um den Kader Bundesliga-tauglich aufzubereiten. Dann gilt es, mit den vorhandenen Mitteln klug zu agieren, das Team nochmal zu ergänzen, den einen oder anderen Pfeiler einer stabilen Mannschaft hinzuzufügen und dann wirklich darum zu kämpfen, dass der VfB, was letztes Mal nicht geglückt ist, sich wieder dauerhaft in der Bundesliga etabliert.